Hallo liebe Freunde, da sind wir wieder bei einer weiteren Folge vom ETS 2 im Multiplayer. So. Und zwar zeige ich euch jetzt erstmal meinen Auftrag. Und zwar versuchen wir Leitplanken, wir bringen Leitplanken nach Linköping mit einem kleinen Umweg. Den werdet ihr aber bemerken, denn... ich will nach Linköping über zwei Straßen, die ich noch nicht befahren habe. Also zumindest noch nicht zum größten Teil. Und von daher will ich die direkt mal abfahren. Weil ihr wisst ja, ich will Skandinavien so gut wie möglich komplett erkunden. Da hoffe ich mal, dass da die Städte nicht mit dazugehören. Aber so kann ich dann wenigstens in jeder Stadt mal ein, wie heißt jetzt? Mal in jeder Stadt eine Garage machen, zum Beispiel, wo ich gerade vorbeikomme. Ja, und dann fehlt uns noch die große, weite andere Welt. Ne, die europäische Welt. Die fehlt uns dann auch noch komplett. Das ist auch eine krasse Straße hier noch. Da war was passiert. Da ist man direkt weg. Muss ich mal sagen. Unter 10.000 Tonnen Geröll begraben. Ja, ihr habt ja gesehen, neuer Truck. Endlich mal ein anderer als den als ein Volvo. Volvo hatten wir jetzt ja schon Ewigkeiten, also 16.000 Kilometer, also mehr als 16.000 waren es. Ich glaube so 17.000 waren es sogar fast schon. Und ja, da war es mal dann wieder Zeit für einen neuen Truck. Und den hier möchte ich mal auch wieder die 15.000 Kilometer voll machen. Das möchte ich jetzt mit jedem Truck machen. Das heißt also mit dem DAF danach und mit Iveco, Scania habe ich meine schon. Falls nicht, werde ich den zuletzt noch machen. Aber auf jeden Fall werden noch alle die Lenkung ist einfach zu schwer, schnell. Also ich werde auf jeden Fall noch alle voll machen mit den 15.000 Kilometer, die ist ja als als Erfolg bei Steam. Von daher werde ich das hier versuchen noch zu machen. Dann noch einige Erfolge, die mir noch fehlen. Ich glaube sogar, ich bin noch nicht mal mit allen Fähren gefahren. Ich glaube ich auch noch nicht. Muss ich mal schauen, wie viele mir noch fehlen oder was für welche mir noch fehlen. Und da kann man ja auch sehen, was man dafür machen muss. Und da werde ich dann mal nachschauen und dann werden wir die mal bei Zeiten nachverfolgen. So, was wollen jetzt hier von mir? 70. Okay, fahren wir mal 70, ne? Ich weiß noch niemals, wo wir sind hier. Fällt mir gerade so spontan ein. Aber auf einer Straße, wo nicht viele Mitspieler rumfahren, muss ich mal so sagen, ne? Was hat denn da für eine komische Abbiegung, die jetzt kommt? Kreisverkehr und dann direkt rechts. Ah, hier sind wir im Stream lang gefahren. Nicht im Stream. Wie heißt das Ding nochmal? Beim Event da. Christmas Convoy, genau. Da sind wir hier lang gefahren, das war ich nämlich noch. War hier Stau ohne Ende.
Oh, erste Autobahn. Seit langem. Freut mich schon wieder, dass mal wieder auf Autobahn zu fahren ist. Was habe ich denn eigentlich hier so beschissene FPS? Irgendwas läuft den Lüpp hier nicht rund. Naja. Wie gesagt, wird Zeit für einen neuen PC, wa? Damit man hier mal alles auf Ultra spielen kann. Aber das wird wohl noch ein paar Monatchen dauern. Leider, leider. Och, da habe ich ein bisschen zu viel gebremst. Entschuldigt, ich war auch gerade ein wenig... Gedanken verloren. Hallo? Ach, nee, nee. Na, guck mal an da. Da suchen sich aber zwei Stück mal die richtige Lackierung für die Trucks, wa? Wenn die da was vorhaben. Wenn die da, Lieferung haben. Sehen ja aus wie Zwillinge. Dürfen wir schon wieder 80 fahren? Ist aber ganz schön krass, ne? Ach, guckt an, wir sind ja schon in Göteborg. Meine Fresse. Ich möchte gleich mal eben kurz gucken gehen hier. Wie weit wir es denn noch genau haben? Ja, das war ein Gesundheit. Meine Fresse, was war das denn? Der kam ja urplötzlich. Ah, hier, seht ihr auch, hier wollte ich langfahren, damit ich hier diese eine Strecke hier, ich glaube, hier war es komplett so, und diese Strecke hier. Und von da aus mache ich dann in den nächsten, Gut, da sind wir ja noch ein gutes Stück weg. 9 Stunden Fahrt noch, das heißt zur übernächsten Folge ungefähr werden wir dann fertig sein. Oh, hier dürfen wir immer noch zarte 80 km/h fahren. Sehr schön. Mehr wollen wir gar nicht. Gott, das ist schon wieder so ein beschissener Kreisverkehr hier. Jetzt kommt keiner mehr. Ich mag keine Kreisverkehre. Finde ich irgendwie ein bisschen blöd. Findest du sinnlos, oder? Was meint ihr? Sinnlose Kreisverkehre, oder? Aber die machen das in Deutschland ja immer gerne, damit die die Geschwindigkeit von manchen Leuten wieder ein bisschen runterkriegen, sozusagen. Aber... Naja, manche fühlen sich dann halt dazu berufen, auch mit sehr viel mehr km/h da durchzufahren, ne? Jetzt fängt meine Nase auch noch an zu laufen hier. Was ist denn hier los, ey? Ach Gott. Müsste mir mal eben kurz meine Nase ein wenig abputzen. Wenn es raschelt, dann tut es mir leid, dass ich da... So. So, das muss ich rausschneiden. Das ist ja ekelhaft. Okay, fertig ist es mit der Nase. So, ich habe eben bemerkt, dass wir wieder 80 fahren dürfen, ne? Keiner hier links. Sehr schön.
Leute, ich kann euch sagen, das macht so viel Spaß hier jetzt zu spielen. Wenn man alles haargenau sieht und alles so schön groß ist. Einfach der Wahnsinn, und die Farben und so weiter, alles ist... Ich sag's euch, also das ist das Beste, was ich machen konnte hier mit dem Monitor. Ich musste zwar ein wenig von meinem PC-Geld abzwacken, aber ist jetzt nicht so wild. Durchheizen. Was? Da stand nichts von irgendwas. Stand nichts von irgendwie, ich muss so und so viel. Da steht immer noch 80 km/h, also 80 fahre ich. Naja, egal. Zahlen wir halt wieder was. Sagt man so schön, scheiß der Hund drauf. Glatt die Wurst. Nein. Auch eine schöne Brücke. Und eine tolle Aussicht, ne? Ja. Fantastisch. Schön, hier kann man so viel Schönes sehen. Also ich werde auch bald wieder The Forest spielen. Da werdet ihr mal was Schönes sehen, ne? Das ist mal eine reine Pracht, das jetzt zu spielen, muss ich mal ehrlich gestehen. So viel Schönes zu sehen da. Was denn für eine Geschwindigkeit? Ach, jetzt auf einmal 70, du Benner. Ach, ich bin übrigens 8,85 gefahren, ich denn. Deswegen Geschwindigkeitsüberschreitung. Ah, ja, okay. Na gut, hast gewonnen. Aber was kann man denn noch erzählen? Weiß eigentlich einer, was MAN heißt? Also Man Motors and Nautilus. Ach, nee. Ich habe selber keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Nicht ganz ehrlich. MAN. Müsste ich mal googeln, wa? Oder vielleicht sagt ihr mir das ja. Schon 500 Kilometer hinter uns. Die Tankanzeige halb leer. Die Hälfte hat er noch. Wird ja hoffentlich reichen, ne? Gucken wir mal schnell auf unseren schlauen da. 1046 Kilometer kommen wir noch damit. 437 Liter. Aber 1000 Liter, ne? Sind wir, 1000 Kilometer, da haben wir noch ein bisschen Zeit. Wie fahren wir denn noch vor uns? Ich sehe. Muss ich da wohl die Maps zu anmachen? 449 Kilometer. Sehr gut. Ups, wieder die falsche Taste. Also jedes Mal die falsche Taste drücke hier. Ups. Zieh ich mir noch am Ohr hier. Was? Oh, wo kam denn die Kurve jetzt her? Jetzt habe ich einmal nach unten geguckt. Scheiße. Na toll. Ach, nur 1%. Das ist ja... Nichts ist das. Aber die Kurve habe ich gar nicht gesehen. Naja. Nicht so schlimm, wa? Bin mal gespannt, wann die, dieses Update kommt, wo man... man die Radkappen und so weiter und so fort mal bemalen kann und so. Da bin ich mal fett gespannt.
kurz was hier schauen. Also dafür, dass hier 1200 Spieler drauf sind, hier ist uns, sind uns sehr wenig bisher entgegengekommen, muss ich sagen. Bin ja mal gespannt, wann ich wieder einen von euch treffe hier. Entweder beim ATS oder beim ETS. Als ich ATS gespielt habe, da habe ich keinen von euch getroffen oder gesehen, eher gesagt. Also ich heiße beim ATS natürlich genauso wie hier beim ETS, ne? Ist ja logisch, ne? Schön im Seitenspiegel die untergehende Sonne zu beobachten. Oder ist das die aufgehende? 22.03 Uhr? Nee, dann haben wir nicht. Dann ist das die untergehende Sonne. Es sah gerade eben so aus, als wenn die aufging. Also hochkam, so wie hier, ne? Unter der Sonne Kalifornien. Ah, da ist ein Spieler gespawnt. Meep, meep. Na also. Muss man die Leute schon zwingen, hier zu hupen. Ich habe gerade mal die Handposition hier gewechselt, dass ich hier den Controller mal anders festhalte. Bremsen auf 45, das dürfte reichen. Ich habe nicht damit gerechnet, dass du so schnell bremst, aber okay. Das schaut nur testen. Nee, das geht nicht so. Okay. Was ist denn jetzt los hier? Hallo. Ich kann mal ein bisschen rumtesten mal wieder, wenn ich hier spiele, weil irgendwie ist das. Ich hatte vorher über 30 FPS oder zumindest über 20 FPS. Jetzt auf einmal nur noch unter 20. Das ist ein wenig mickrig. Klar, kann dann an dem Monitor liegen, aber das bin ich mir selbst noch nicht mal sicher. Aber wenn man vorher auf so einen 15-Zoll-Boost-Monitor gespielt hat und dann auf so einen Riesen, das ist das klar. Da ist die Grafik ein bisschen besser. Ich werde gerade heiser oder so, keine Ahnung. Ja, da kann das schon mal sein, dass die dann ein bisschen zu schlauchen anfängt, ne? Ich habe irgendwie so ein komisches Blinken oder Blitzen da in den Texturen. Auch so ein bisschen merkwürdig. Was, 30? Fahren wir mal lieber 30, ne? Ist sicherer, weil ich glaube, hier steht ein Blitzer, oder? Ne, war nicht. Sah nur so aus. So, hier nur noch 50. Hier aus irgendeinem Grund sind wir in Göteborg drin schon. Naja, auf jeden Fall werde ich mich mal hier von euch verabschieden und gleich da vorne anhalten. Denkt, oh, ich habe ja rot. Oh nein! Boah, da habe ich auch gerade so geschafft. Also, ich wünsche euch dann noch einen schönen Abend. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen da. Das hilft mir echt weiter. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn es dann wieder heißt ETS 2 im Multiplayer. Bis dahin, euer Wobra. Ciao, ciao!